Musikfreunde, Kinder, wie die Zeit vergeht, da feiern The Killers jetzt schon ihr 20-jähriges Bandjubiläum und zwar mit einer neuen Best-of-Compilation Rebel Diamonds. Die Covergestaltung, die spielt schon sehr schön auf die Herkunft der Band aus Las Vegas an, hier mit diesem The Killers Roulette-Tisch. Welche Kaufanreize das Album jetzt bietet für Fans, die vielleicht schon alle Alben der Band besitzen, welche Songauswahl dem Ganzen zugrunde liegt und ob das Ganze überhaupt hörenswert ist, das finde ich alles in diesem Video für euch heraus. Das wird spannend. Hey ho, let's go! Ja, liebe Musikfreunde, tatsächlich haben The Killers auch schon zu ihrem 10-jährigen Jubiläum ein Best-of-Album rausgebracht, nämlich Direct Hits. Das berücksichtigte immerhin die ersten 4 Studioalben der Band und kam kurz nach Battleborn raus, also kurz nachdem sich die Band dann zur Stadionrockband weiterentwickelt hatte. Seitdem haben The Killers allerdings schon wieder 3 neue Alben rausgebracht mit Wonderful Wonderful, Imploding the Mirage und zuletzt Pressure Machine, von denen ich das erste geflissentlich ignoriert habe, die letzten beiden aber immerhin hier auf diesem Kanal auch reviewt habe. Von der Songauswahl ist das Debütalbum Hot Fuzz am stärksten berücksichtigt worden mit gleich 4 Songs, wobei es ganze 8 Minuten dauert, bis man sich sicher sein kann, dass man nicht versehentlich nochmal Hot Fuzz aufgelegt hat, denn beide Alben, das Best-of-Album und das Debütalbum, beginnen beide mit den Songs Jenny Was a Friend of Mine und dem tollen Mr. Brightside. Ja, Hot Fuzz ist auch das für mich beste Album der Band. Dass das Debütalbum auch gleich das beste ist, ist auch symptomatisch für die Post-Punk-Revival-Bands der Klasse von 2005, zu denen auch The Killers hinzugezählt werden. Der für mich beste The Killers Song ist dann aber vom Zweitling Samstown, nämlich When You Were Young, der hier selbstverständlich auch auf Rebel Diamonds vertreten ist, neben Read My Mind, das dann auch die titelgebende Textzeile The Stars Are Blazing Like Rebel Diamonds enthält. Bei der Songauswahl der beiden Alben Day and Age und Battleborn bin ich nicht ganz einverstanden. Wo ist bei Day and Age das tolle I Can't Stay oder Neon Tiger und warum hat man sich stattdessen für das zähe Dustland Fairy Tale entschieden? Und bei Battleborn frage ich mich, wo ist das schmissige From Here On Out und warum hat man sich stattdessen für das schnarchige Be Still entschieden? Ja, liebe Musikfreunde, wenn euch das Video doch bis hierhin schon gut gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da, das hilft meinem Kanal und mir wirklich sehr und ihr verpasst dann auch keins meiner künftigen Videos mehr. Der eine und einzige Song vom Album Wonderful Wonderful, der hat mich dann dazu gebracht zu überdenken, ob das nicht vielleicht Unrecht von mir war, das Album bislang zu ignorieren, denn The Man ist ein derart wildes Funk-Disco-Rock-Monster, dass ich die ganze Zeit denke, jeden Moment kommt Bruno Mars um die Ecke und ruft Don't believe me, just watch! Funky. I got gas in the tank, I got money in the bank, I got news for you, baby, you're looking at the man. Und dann kommt der schwülzige Stadion-Rock-Sound vom Album Imploding the Mirage, wo ich am liebsten den Titelsong gehört hätte, der hier aber übergangen wird, zugunsten von gleich 3 Songs, wo sich der musikalische Maximalismus der Band so richtig austobt. Und zwar Caution, My Own Soul's Warning und Dying Breed. I'm throwing cold. Und dann gibt es noch 2 Songs vom letzten Album Pressure Machine, die mir jetzt im Rückblick viel rührseliger vorkommen, als ich sie damals wahrgenommen habe. Aber beide sind immerhin melodisch packend. In this quiet town, they know how to live. Es folgen dann die beiden Non-Album-Singles, die rausgekommen sind. Einmal The Boy, der klingt wie das Missing Link zwischen The Cure, New Order und Right Said Fred und das Ganze über einem Giorgio Moroder-Beat. Und dann Your Side of Town, das ist dann ganz klar eine New Order True-Face-Pastiche, wenn man mal vom Autotune-getränkten Refrain absieht. Und dann kommt er, der große Kaufanreiz dieses Best-of-Albums. Rebel Diamonds musikalisches Alleinstellungsmerkmal, der bislang unveröffentlichte Song Spirit. Und der ist für mich erstmal nicht mehr als ein schlechter Witz. Also als ich das Album die ersten paar Male gehört habe, habe ich gedacht, was ist das denn? Where does the spirit go? Is it someplace home?
Wie bei Best-of-Alben üblich, kommt auch Rebel Diamonds in verschiedenen Darreichungsformen daher. Doppel-Vinyl, doppel-cremefarbenes Vinyl und Vierfach-Vinyl, das damit 45 Umdrehungen abgespielt werden soll. Natürlich gibt es auch eine CD-Version. Nicht unerwähnt bleiben sollte auch, dass es ein schön gestaltetes Booklet und ein Poster gibt. Unterm Weihnachtsbaum eines jeden The Killers-Fans wird sich Rebel Diamonds sehr schmuckvoll ausnehmen. Es macht auch Spaß, die Band hier zu verfolgen in ihren ganzen unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Wobei, sollte sich der neueste Song Spirit tatsächlich als Fingerzeig in die musikalische Zukunft der Band erweisen, dann gebe ich mich künftig lieber der gepflegten Nostalgie mit dem Album Hot Fuzz hin. Ja, liebe Musikfreunde, welche Alben wünscht ihr euch denn zu Weihnachten? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch ein Like oder abonniert am besten gleich meinen ganzen Kanal, denn dann verpasst ihr auch keins meiner künftigen Videos mehr. Vor allem dann nicht, wenn es wieder heißt, was ist Musik? Rock on!